Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer neuen Bücherwoche. Einer Woche, die doch recht gemischt war, muss man tatsächlich sagen. Wohl eher ja nicht ganz so gelungene Bücher hatte, aber dafür ein Highlight zumindest schon in Andeutung war. So, genug des Rätsels gesprochen. Ja, ich habe, ich glaube, 5 Bücher gelesen, beziehungsweise eigentlich nur 4,5, weil nur ein halbes Buch dabei war, beziehungsweise habe ich auch 1 davon abgebrochen. Aber ja, es wird hier im Groben um 4 Bücher gehen und um das ich angefangen habe. Ich habe auch einen Film gesehen, einen Klassiker aus den 80er Jahren im Thema Science Fiction. Könnt ihr euch schon überlegen, was könnte ich da gesehen haben. Und ich habe an einem digitalen Workshop teilgenommen, wo ich auch kurz noch 2, 3 Dinge dazu erzählen möchte. Ansonsten ist sehr winterlich, es ist sehr viel Schnee, es ist sehr viel weiß und ich sehne mir den Frühling herbei. Ja, beziehungsweise eigentlich auch Sonne, Strand und Meer, aber die Kombination bekomme ich jetzt ja hier, wo ich gerade wohne, nicht. Wer weiß, was mal so in naher Zukunft sein wird, ob dann das Meer vielleicht, ja, wenn man hier aus dem Fenster schaut, sein wird, beziehungsweise ich dann wo bin, aber ich rede hier totalen Unsinn. Ich hoffe, ja, dass es jetzt nicht zu verwirrend war, aber ja, manchmal bin ich eben auch nicht ganz strukturiert, aber ich glaube, wir starten jetzt einfach mit den Büchern der Woche. Das ist, glaube ich, am allerbesten, um diese ganze Verwirrung hier aufzulösen, was ich hier heute so tue. Wir starten mit dem Buch, das ich abgebrochen habe, und zwar The Sandman von Neil Gaiman, ein Hörspiel, das es bei Audible gibt und ja, was es leider nicht geschafft hat, dass ich es beendet habe. Dann habe ich von Sarah Desai Leb das Leben, das du leben willst, gelesen, ein Rezensionsexemplar, was mir zur Verfügung gestellt wurde. Nach dem Abbruch-Hörbuch habe ich das Winzer-Komplott von S.G. Bennett gehört und auch beendet, was ja wirklich ein sehr, sehr cooles Cover hat. Dazwischen habe ich dann gelesen von Sarah Haywood Der Kaktus, was ebenfalls ein mega cooles Cover hat, wie ich finde. Das ist wahrscheinlich die Bücherwoche der coolen Cover. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Und das angefangene Buch, was wir im Leseklub begonnen haben, ist dann 4 Farben der Magie, der Auftakt einer Trilogie von V.E. Schwab. Hinter V.E. steckt ja Victoria, so wie ich das jetzt verstanden habe. Eine Autorin, die, glaube ich, sowohl unter dem einen wie auch unter dem anderen Namen schreibt, aber ich habe da noch nicht so richtig durchschauen können. Ja, das sind die Bücher der Woche und wir beginnen mit The Sandman von Neil Gaiman, zu dem ich nur ganz wenig sagen möchte, weil es eben ein abgebrochenes Hörbuch ist. Ich habe von Neil Gaiman schon 2, 3 Bücher gelesen. Man muss definitiv für seinen besonderen Stil in Stimmung sein, habe die Bücher aber in sehr, sehr guter Erinnerung. Und es handelt sich hier um eine Hörspielvertonung zu einem Comic, der irgendwie im DC-Universum angesiedelt ist, also in dem Universum, wo es ja auch Batman unter anderem gibt. Es sind wieder namhafte Sprecher dabei, sowohl Synchronsprecher als auch Hörbuchsprecher, und der Erzähler der Geschichte ist niemand Geringeres als David Nathan, und damit bekommt man mich ja definitiv. Ich kenne die Comics nicht, ich habe auch von der Geschichte vorher nichts weiter irgendwie ja, mitbekommen oder gehört und war aber super neugierig, denn die Geschichte hat ja ganz viel Spannung für mich in Erwartung gebracht. Sie war, glaube ich, sogar oder ist ab 18 freigegeben, wenn ich das richtig gesehen habe. Und wir treffen hier eigentlich auf Dream, ja auch Lord Morpheus genannt, der ein mächtiger Herrscher über Träume und auch der Fantasie ist. Er trifft auf einen machtgierigen Okkultisten, der ihn auf der Erde gefangen hält. Und das soll auch viele, viele Jahrzehnte lang ja, der Fall sein. Und er schmachtet dort im Grunde in seinem Gefängnis. Und auch seine Macht ist so ein bisschen verblasst. Und es braucht ja, eine gewisse Anzahl an Artefakten, die ihn dann dazu bringen, seine Macht zurückzubekommen. Und er muss aber da auch einen sehr schlimmen Ort aufsuchen, nämlich die Hölle selbst, und den Teufel herausfordern. Und wir treffen hier drin in der Geschichte auch irgendwie auf Gotham und auch auf das Arkham Asylum. Und spätestens da war ich total verwirrt und raus. Ich habe ca. 40% der Geschichte gehört. Ich habe mich sehr bemüht, einen roten Faden zu finden. Ich habe ihn aber nicht gefunden. Ich fand es unfassbar
verwirrend, irritierend, durcheinander, episodenhaft. Ich bin überhaupt nicht so richtig da reingekommen. Es wirkte wie kurze Episoden, die schnell irgendwie erzählt werden. Es war atmosphärisch großartig. Also die Vertonung war der Hammer, die Sprecher lebendig. Und auch wenn man oftmals merkt, dass die Sprecher eben nicht nebeneinander stehen, das finde ich, merkt man der Produktion an, noch anders, wie es vielleicht bei Monster 1983 war, möchte ich jetzt aber gar nicht in Zeiten, in denen wir gerade sind, gar nicht kritisieren. Dieses Atmosphärische, diese Stimmen, wie das erzählt wurde, fand ich großartig, nur habe ich keinen Zugang zur Geschichte gefunden. Es war für mich kein roter Faden erkennbar. Ich konnte mich irgendwie an keinen Charakter so richtig binden. Das war unglaublich schwierig. Und wäre es wahrscheinlich nicht so atmosphärisch gewesen, hätte ich schon viel früher irgendwie aufgehört. Aber ich bin einfach verwirrt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Geschichte, die Comics vielleicht kennt und da Licht ins Dunkel bringen kann. Ich habe das Hörbuch dann leider beendet, abgebrochen. Und es tat mir tatsächlich schon ein bisschen leid, weil ich eigentlich noch anfangs so eine Vermutung hatte, dass das ein Highlight werden könnte. Aber ja, leider nicht. Alle regulären Bücher findet ihr unten in der Infobox. Ich verlinke da ja auch auf Amazon, dass ihr da gegebenenfalls auch Informationen einsehen könnt und habe das ja auch als Affiliate-Links gekennzeichnet. Also wenn ihr da draufklickt, bekomme ich eine Provision, ohne dass es für euch teurer wird. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr, wie gesagt, auch mehr Infos zu den Büchern wollt. Und auch alle anderen Infos sind natürlich unten. So natürlich auch dann der Hinweis bei dem nächsten Buch, dass es ein Rezensionsexemplar ist, nämlich Leb das Leben, das du leben willst von Sarah Desai. So findet ihr auch den Hinweis, dass es sich bei dem nächsten Buch um ein Rezensionsexemplar handelt, nämlich Leb das Leben, das du leben willst von Sarah Desai. Ich kenne den Podcast von Sarah, dem folge ich schon relativ lange, höre sehr regelmäßig hinein, nicht jede Folge spricht mich an, aber grundsätzlich mag ich ihre Art oder ihre Sicht auf die Dinge, auf die Welt, und ich war sehr neugierig, was sie uns Neues, Inspirierendes so ein bisschen mitgebracht hat. Sarah Desai stellt sich in diesem Buch vor, erzählt uns ihren Weg, wie sie dazu gekommen ist, im Grunde Achtsamkeit, Selfcare und Ähnliches in ihrem Leben zu finden. Und ich war natürlich auch sehr neugierig, was der eigentliche Auslöser für sie war, im Grunde umzudenken. Und wir beschäftigen uns zum einen natürlich mit ihrer Vergangenheit, aber dann startet sie natürlich den Weg zu uns und wie wir im Grunde ein besseres Leben führen können. Und sie führt uns dann in unsere Vergangenheit und auch, dass wir diese neu wahrnehmen und neu entdecken. Und dann finden wir auch in unsere Gegenwart, die ein Geschenk ist und uns eben auch zeigen soll, wie wir im Jetzt leben und auch leben können. Und dann, der letzte Schritt, geht dann eben auch in die Zukunftsbetrachtung, wie wir die Zukunft durch unsere Wünsche, unser Tun, unser Handeln eben auch erschaffen können. Und das ist mit vielen Aufgaben, Hintergrundinformationen, Impulsen, über was man nachdenken kann, im Grunde hier aufbereitet. Zudem haben wir viele Meditationen, die es eben auch zum Anhören gibt. Das ist da drin auch verlinkt. Und auch viele Tipps zum Thema Achtsamkeit. Wir haben hier auch das Thema zum inneren Kind finden. Und die eigene Reise sozusagen wird hier auch sehr gut beschrieben. Ein Buch, was ich sehr interessant fand, was viele tolle Ansätze hatte, und man merkt definitiv den sprachlichen Stil von Sarah sehr, sehr gut. Also man hört hier wirklich die Sarah, die man aus dem Podcast kennt, und das gefällt mir natürlich, weil ich das aus dem Podcast gerne höre und eben hier ihr auch im Buch sehr gerne gefolgt habe. Ich fand es super spannend, dass wir einiges zu ihrer Hintergrundgeschichte erfahren haben und wir so vielleicht manches von ihr und wie sie die Welt sieht durchaus dann auch besser verstehen können oder nachvollziehen können und eben auch auf uns selbst so ein bisschen projizieren können. Ich muss aber sagen, dass ich schon das Gefühl hatte, dass sich das Buch eher an Einsteiger widmet, die noch keine so richtig viel Erfahrung vielleicht zum Thema Achtsamkeit haben oder auch zum Thema Journalen oder das innere Kind oder dass eben auch Gedanken die Zukunft formen. Also mein Gefühl war hier definitiv, dass ich viele schon wusste, viele schon gelesen habe, manche schon umsetze und lebe. Da muss ich tatsächlich sagen, das fand ich ein bisschen schade, dass es doch eher so ein bisschen
ja, oberflächlich ist das falsche Wort, aber definitiv eher für Einsteiger ist, die eben auch zum Thema Angstbewältigung noch nichts so richtig gelesen haben oder auch in die Meditation erst eingeführt werden. Zudem fand ich sehr schade, dass es viele Meditationen hier drin gibt. Das fand ich eigentlich gut, auch dass es die vertont gibt. Aber ich fand es sehr schade, dass die hier auch beschrieben wurden. Also dass wir den Text der Meditation sozusagen auch lesen konnten und das bei jeder Meditation. Das hatte für mich so ein bisschen den Eindruck, wie wenn man das Buch noch füllen musste. Denn es, also ich bin niemand, der meditiert, sich einen Text durchliest und dann mit diesem Wissen des Textes meditiert. Also bei mir funktioniert eine geführte Meditation nur, wenn mir die jemand vorspricht. Und dazu kann ich ja dann auf die Links klicken, die hier angegeben sind, und kann mir die Meditation anhören und folge dann dieser geführten Meditation. Mir hat sich der Sinn nicht ganz erschlossen, warum es hier eben Meditationen gibt, die eben wirklich auch so durchgeschrieben sind zum Teil. Und ja, ich verstehe natürlich, dass man manchmal erklärt, was eine Meditation im Hintergrund macht oder was diese Meditation in einen auslösen kann oder soll, aber das war nicht so ganz meins. Zudem fand ich auch die für mich neuen und wirklich impulsartigen, inspirierenden Themen fast ein bisschen zu wenig. Also es ist mir manchmal einfach zu allgemein gewesen und zu sehr verallgemeinert, was ich einfach ein bisschen schade finde. Grundsätzlich muss ich aber sagen, jemand, der neu einsteigt, der sich mit den Themen erst vielleicht frisch beschäftigen möchte, ich glaube, der findet hier bei Sarah Desai definitiv einen tollen Ankerpunkt, um eben anzufangen, um ins Tun zu kommen, um Achtsamkeit wahrzunehmen. Ich habe mir auch ein bisschen was markiert, das werde ich auch noch in mein Journal übertragen und werde das auf jeden Fall auch mitnehmen. Aber für mich ist das tatsächlich eher ein Buch, was jetzt ja, in Anfängerhände weiter wandert, wo ich einfach sage, es gibt genügend Menschen, die sich gerne mal mit dem Thema beschäftigen möchten. Und ja, für mich jetzt kein Highlight, war aber okay, war schön, war auch von der Haptik sehr schön, hat sich gut lesen lassen. Man hat auch gut Platz, um Aufgaben darin zu lösen. Ich mache das ja immer in einem Journal. Ich mag nicht gern in einem Buch so rumkritzeln, sage ich jetzt mal so, wo auch vielleicht nicht genügend Platz ist. Also man hat dann hier auch wirklich, jetzt finde ich natürlich so ad hoc nichts hier, man hat hier eben wirklich auch genügend Zeilen, um mal was einzufügen. Ich mache das aber gerne ohne Eingrenzung in meinem Journal und schreibe da Dinge rein. Für Einsteiger, absolute Empfehlung. Für alle, die sich schon mehr mit dem Thema beschäftigt haben, ja, ist es wahrscheinlich einfach zu wenig. Dann kommen wir zu einem Buchcover, das ja förmlich zum Lesen und Hören einlädt, und zwar das Winzerkomplott von S.G. Bennett. Ein Buch, auf das ich mich schon gefreut habe, als ich es bei den Neuerscheinungen entdeckt habe. Ich bin jetzt nicht der größte Krimi-Leser, das mache ich tatsächlich nur sehr, sehr selten. Hier wurde aber etwas von einem Cozy-Krimi erzählt und es, hier soll es eben weniger Mord und weniger Totschlag geben. Es soll hier eher in einem gemächlichen Erzähltempo um die Charaktere und auch um die Umgebung gehen. Und das hat mich natürlich schon angelockt, weil ich es auch ganz spannend fand, dass hier eben die Queen ermittelt und wir auch in Windsor Castle sind. Und das fand ich total neugierig, so ein bisschen hinter die Kulissen vielleicht zu schauen, wie ja, die Queen vielleicht an so einen Fall herangeht. Die Sprecherin ist Sandra Voss. Das Hörbuch hat eine Hörzeit von knapp 9,5 Stunden, ist ungekürzt bei Audible. Und ich muss auch sagen, die Sprecherin hat mir sehr gut gefallen. Die hat gut vertont, gut vorgelesen und kann ich überhaupt nicht meckern. In dem Buch geht es eben um die Queen, um das Königshaus und wir sind in Windsor bei einer Party am Abend und die Queen schwingt hier sogar mal wieder das Tanzbein. Am nächsten Morgen wird allerdings ein Pianist, der am Vorabend eben auch mit der Queen getanzt hat, tot aufgefunden. Und es ist aber nicht so, wie es scheint, denn es war eben kein Herzinfarkt oder Ähnlichem. Er ist nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern es ist sehr viel brisanter und mit sehr vielen Details, was da genau vorgegangen ist. Und er ist im Grunde ermordet worden. Und zusammen mit ihrer Assistentin Rosie geht die Queen nun eben ja, den Ermittlungen nach, versucht hier verschiedenste Dinge herauszufinden, auch ja, zu sehen, ob eben innerhalb ihres Stabs jemand dafür verantwortlich sein könnte, ob gar Russland, Putin höchst selbst etwas damit zu tun hat. Und sie lässt uns daran teilhaben. Und ich muss hier einfach sagen, das erste Drittel war großartig. Ich habe mich super unterhalten gefühlt. Es war Königshaus, es war Klatsch und Tratsch, es war Queen, es war
einfach wunderbar, so ein bisschen in diesem Leben dabei zu sein, dich die Queen da einfach auch vorzustellen, wie sie ja mit ihrem Stab spricht und umgeht, wie sie die beschützt, wie da der Austausch eben auch über Blicke funktioniert. Das hat mir mega, mega viel Spaß gemacht. Es war ein toller britischer Humor und wir sind eben auch mitten im Palast und das hat mir super gut gefallen. Doch dann ging es ja ziemlich so nach einem Drittel gefühlt los, dass wir Perspektivwechsel hatten, dass es doch einfach mehr Krimi wurde, als das Cover und auch der Klappentext so ein bisschen uns im Grunde haben erwarten lassen. Mir persönlich hätte die Sichtweise der Queen absolut ausgereicht, weil ich die einfach mega fand. Ich fand auch, dass es einfach so ein Highlight war, mal was anderes ist. So mit dem Perspektivwechsel zu den unterschiedlichen Charakteren. Ich fand es irgendwie uninteressant. Ich fand den Fall nicht sehr spannend. Ich fand die Vermutungen nicht so prickelnd. Ich dachte mir, naja, wenn das jetzt diesen Weg wirklich geht und auch der Erstverdächtige tatsächlich vielleicht dann irgendwie schon. Und es war mir auch zu politisch und auch zu viel England, Russland und wo ich so mich wahrscheinlich zu wenig für die ja, englische, russische Freundschaft politisch irgendwie interessiere. Ich fand, es hat dann einfach nachgelassen. Also mir hat dann wirklich so, ja, grob nach dem Drittel hat man so gemerkt, dass es so abdriftete, wir nur noch wenig Perspektiven mit der Queen hatten und das fühlte sich dann irgendwie nicht mehr so richtig schön an. Es hat sich auch, also es war okay, ich habe das schon gerne gehört, sonst hätte ich natürlich auch abgebrochen, aber ich wollte dann schon wissen, wie geht der Fall aus. Ich habe auch wie immer wieder gehofft, dass so die Queen aus den Anfängen einfach wiederkommt und sie blitzte immer mal wieder durch, wirkte aber oftmals eben auch einfach nicht so richtig authentisch, wie ich mir die Queen irgendwie vorstelle, aber was weiß ich auch über die Queen und ihr Leben, also ne, das ist ja immer schwierig, da irgendwas zu sagen. Ich fand es sprachlich okay, ich fand es auch definitiv zum Hören sehr gut, ich weiß nicht, ob ich es als Buch gelesen hätte. Ich hatte einfach doch ein bisschen mehr erwartet, das muss ich ganz klar sagen. Vor allem fehlte mir einfach ab dem zweiten Drittel der Charme und der Witz und das Unterhaltsame und das Queen-mäßige im Palast sein, das hat mir einfach dann so ein bisschen gefehlt. Fand ich wirklich sehr schade, weil der Anfang wirklich gut war und ich dachte, Mensch, das wäre ja mal was, um so ein bisschen in dieses Krimi-Genre einfach öfter mal hineinzukommen, öfter mal was zu lesen. Aber letzten Endes habe ich dann einfach gemerkt, diese ganze Ermittlung dahinter, das interessiert mich einfach nicht. Und das ist einfach nicht meins. Und es war hier definitiv einfach mehr Krimi, als ich erwartet habe. Und was dieses pinke Cover, finde ich, auch einfach verspricht. Schade, war okay. Vielleicht für Krimi-Liebhaber tatsächlich eher was, als für mich, die eben sonst nicht so zu einem Krimi greift. Aber war okay, mehr aber leider nicht. Auch das nächste Buch hat ein wunderschönes Cover und ist Der Kaktus von Sarah Haywood. Ein Buch, das jetzt glaube ich schon ja, über ein Jahr, wenn ich mich nicht täusche, oder knapp ein Jahr oder noch nicht ganz ein Jahr auf dem Sub war und ich hatte einfach Lust auf was locker, leichtes, humorvolles und das Cover hat mich damals schon mega angesprochen und es wurde jetzt einfach mal Zeit. Es wirkte für mich auch so ein bisschen wie einfach eine humorvolle Liebesgeschichte und leider wurde ich dann doch als Besseren belehrt, könnte man sagen. Denn Susan Green, die wir kennenlernen, lebt in London. Sie lebt dort alleine und arbeitet bei einer Versicherung. Sie führt ein unfassbar strukturiertes Leben. Es ist alles geplant, es ist alles durchgetaktet. Sie überlässt nichts dem Zufall. Sie mag keine Spontanitäten, keine Planänderungen oder sonstiges. Doch sie erfährt dann von ihrem Bruder, dass ihre Mutter gestorben ist und nun muss sie sich mit ihrem Bruder um die Beerdigung kümmern, um die Trauerbewältigung, um auch das Erbe der Mutter und hat auf einmal ganz viele Spontanitäten, die ihr gar nicht so in den Sinn kommen. Mein großes Problem mit Der Kaktus ist, dass ich mit Susan überhaupt nicht zurechtgekommen bin. Schon wirklich zu Beginn, als sie uns näher gebracht wurde, habe ich echt gedacht, puh, was ist denn das für eine Person? Und natürlich möchte ich sie gar nicht verurteilen, aber ich fand eben auch, dass, wie es uns erzählt wurde, es sich gar keine Mühe gemacht wurde, uns Susan näher zu bringen. Vielleicht muss man es tatsächlich so formulieren. Ich fand sie sehr unnahbar, ich fand sie sehr überheblich dargestellt und zum Teil auch unglaublich spießig und ich dachte mir an mancher Stelle, also Steffi, wenn du im Alter, wobei ich glaube Susan ja gar nicht so viel älter ist wie ich, mal so wirst,
dann überdenk doch nochmal irgendwie deine Pflanzensammlung. Also, weil auch Susan Kakteen mag und hier eine Kakteensammlung hat. Wobei das wirklich nur am Rande spielt. Man merkt schon später in der Geschichte, warum Susan so ist, wie sie ist, dass sie sehr viele Unsicherheiten hat, sehr viele Zweifel, wo die herkommen, wie die sich entwickelt haben. Also wir lernen Susan definitiv hinten raus besser kennen und verstehen sie dann auch besser. Aber ich hätte mir das schon ein bisschen mehr von Beginn gewünscht, dass man eben von Anfang an Susan ein bisschen interessiert ist und dran ist und mitfühlt und mitgeht. Aber das konnte ich tatsächlich nicht. Die Geschichte war jetzt auch anfangs gar nicht so einfach zu greifen. Ich wusste gar nicht, wo es denn jetzt eigentlich hingeht. Und der Start war doch recht stolprig. Was es aber sehr einfach gemacht hat, war der sehr flüssige und moderne Stil. Es war sehr unterhaltsam, es war sehr lebendig. Es ließ sich auch wirklich schnell weglesen. Also nach dem stolprigen Start, muss man natürlich sagen. Man hat dann wirklich gemerkt, wenn man mal drin war, so nach 40, 50 Seiten, dann war das wirklich sehr lesenswert. Es ist natürlich auch sehr unterhaltsam, dass wir hier eine Ich-Form haben, also wirklich bei Susan dabei sind, so auch ihre Gedanken hören und eben alles so erleben, wie Susan es im Grunde auch erlebt. Und das mag ich ja super gerne in Büchern, die Ich-Perspektive, weil ich finde, dass sie das auch immer sehr unterhaltsam und lebendig macht. Die Geschichte war dann aber doch auch vorhersehbarer, als ich vermutet hatte. Es gab wenig Spannungsmomente, es lief relativ schnell darauf hinaus, was ich so vermutet hatte. Und es hatte nicht sehr viele überraschende Wendungen. Das Buch war gut, ich hatte aber anhand des Covers und des Klappentextes definitiv eine locker, leichte, wunderbare Geschichte mit so ein bisschen Liebe und Irrungen und Wirrungen erwartet. Mit einer schon etwas spezielleren Protagonistin, aber das war es definitiv nicht. Also ja, ich habe es gerne gelesen und auch wirklich ziemlich schnell an zwei Nachmittagen am Wochenende weggelesen. Da kann ich tatsächlich gar nicht meckern, weil es hatte schon was, was einen da hat durchfliegen lassen. Aber es war auch nicht mehr als einfach mal was für zwischendurch. Das muss man ganz klar sagen. Obwohl ich bei den Kaktus-Cover definitiv schon gehofft hätte, dass es einfach ein bisschen was anderes ist und mal was Spezielleres. Und ja, aber ja, Susan macht es einen dann nicht ganz so einfach. Und ja. Und jetzt am Ende der Bücher muss ich nochmal schwärmen, zumindest über das halbe Buch, was ich gelesen habe. Und zwar ist das Die vier Farben der Magie von V.I. Schwab. Es ist der Auftakt einer Trilogie. Wir lesen es oder lasen es im Leseklub. Und wir haben eben innerhalb der Bücherwoche die erste Hälfte gelesen. Und ja, es ist der Auftakt der Weltenwanderer-Trilogie. Und ich kann jetzt schon verraten, dass ich schon in Band 2 bin. Ja, ich habe gegen Ende dann doch schneller gelesen und musste dann auch ganz dringend Band 2 und 3 mir besorgen. Ja, also es hat mich sehr gepackt, sehr gefesselt. Und ja, der Leseklub im Übrigen auch immer unten in der Infobox. Wenn ihr da Lust habt, im Februar lesen wir Nevermore und auch das Buch für März steht schon fest. Das wird der zweite Platz aus der letzten Umfrage. Ich eher Eleanor Oliphant oder so. Also wenn ihr Lust habt, gemeinsam was zu lesen, dann schaut da gerne mal vorbei. Ich bin schon länger um dieses Buch herum schlawenzelt und hatte das schon länger mal auf dem Schirm. Es war auch mal eine Weile auf der Wunschliste und irgendwie habe ich es dann aber aus den Augen verloren, weil ich dachte, ach, das ist bestimmt wieder so ein Jugendbuch mit ein bisschen Urban Fantasy und dann bestimmt so einer Liebesgeschichte und ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat es mich dann irgendwie nicht mehr hingezogen. Doch jetzt bin ich in diesem Buch angekommen und es ist all das, was ich nicht dachte, was es ist. Es ist wunderbarster High Fantasy. Es hat einen Wahnsinnsprotagonistin und auch eine tolle Protagonistin. Und mir hat es unfassbaren Spaß gemacht, in diese Welt zu tauchen. Wir haben hier nämlich ja, vier Welten und vier Londons. Also es gibt die Stadt London, die manches sehr ähnlich hat untereinander, aber durchaus auch Unterschiede, eben in den vier Welten. Und wir werden durch Kell, unserem Protagonisten, da so ein bisschen durchgeführt. Denn er ist ein Antari und kann dementsprechend durch diese Welten wandern und auch reisen. Und diese Magie dahinter fand ich großartig. Also
Wahnsinn, was der Autorin hier eingefallen ist. Wir haben die vier London, die ich mir mal aufgeschrieben habe. Und zwar gibt es das rote London. Hier ist die Magie im Gleichgewicht mit dem Leben. Es gibt das graue London. Hier ist die Magie fast abhanden gekommen. Man könnte es vielleicht mit unserem London gleichsetzen. Es gibt das weise London, in dem die Magie versklavt wird, kontrolliert wird und unterdrückt wird. Und wir haben das schwarze London, wo alles Leben sich selbst vertilgt hat. Und alle sind irgendwie verbunden und man muss auch gewisse Reihenfolgen einhalten. Und wir begleiten eben Kel eigentlich bei Besuchen innerhalb der verschiedenen Londons. Und dort trifft er dann auch auf Lila. Und die ist nochmal eine ganz andere geile Protagonistin, muss man echt sagen. Auch wieder so eine coole, freche, selbstbewusste, starke junge Frau, die Abenteuer will, die reisen will und die in Kel eben jemanden findet, der ihr eben neue Welten eröffnen kann. Und wir hier gemeinsam einfach auch Aufgaben haben und es gibt wahnsinnige Wendungen und eigentlich will ich gar nicht so viel davon quatschen, weil ich möchte natürlich in der nächsten Bücherwoche im Grunde eigentlich erst über das Fazit dann sprechen, aber es hat mir unglaublich gut gefallen und auch schon die erste Hälfte, also ich sag mal nach zwei Leseabschnitten war klar, das könnte ein geiles Buch werden. Und es ist Band 2 und 3 bei mir eingezogen und jetzt auch schon zumindest Band 2 im Lesen. Und wenn ich tatsächlich auch ein Buch einfach wegsuchte, obwohl es da Leseabschnitte gibt, ich bin da nicht sehr stark und konsequent. Ja, was soll ich manchmal machen? Aber ich denke, in der nächsten Bücherwoche kann ich dann über Band 1 und 2 schwärmen. Und Leseclub unten in der Infobox, schaut da gerne mal rein. Dann gab es einen Filmabend und wir haben uns zusammen Blade Runner angeschaut. Ein Buch, das ich vor zig Jahren, also es sind bestimmt schon 15 Jahre locker, gelesen habe, denn der Film basiert auf dem Roman von Philip K. Dick. Und ich glaube, der heißt mittlerweile sogar auch Blade Runner. Der Film selbst ist von 1982-83, geht knapp 2 Stunden, ist ab 16 Jahren freigegeben und ist, soweit ich weiß, das Regiedebüt, wenn ich mich nicht irre, von Ridley Scott, den man ja durchaus auch kennt. Und das nächst Großartige ist dann auch noch, dass der Soundtrack von Vangelis ist und auch die Band mehr oder weniger oder ihn, also kennt man. Und das sind natürlich alles Dinge, wo man sich denkt, ja, wieso kennt denn die Steffi diesen Science-Fiction-Klassiker ja noch nicht? Ja, die Frage musste ich mir stellen lassen, musste ich mir selbst fragen und oder selbst stellen und nun habe ich ihn mir angeschaut. Der Film ist vor allem bekannt für seine einflussreichen visuellen Effekte und Designs, was wohl auch für die 1980er wirklich schon großes Kino war, was großartig war, was ich mir auf einer großen Leinwand auch wirklich mega vorstellen kann. Wir haben hier im Grunde eine Dystopie mit Elementen aus dem Film Noir und die Geschichte geht tatsächlich eher so ein bisschen dahin, dass wir eben Menschen haben und eben auch, ich sage jetzt mal so eine Art Roboter, die aber menschlich wirken und die sich im Grunde auch so eine Art Rassekrieg, wenn man so möchte, und da eben Blade Runner unterwegs sind, die feststellen können, ob man ein echter Mensch ist oder eben ein nachgebauter Mensch und es spezielle Fragen gibt, die gewisse Emotionen in einen wecken und man sich dadurch im Grunde verrät. Und das liebe ich. Ich mag solche Science-Fiction-Ideen und das halt auch das Buch ist ja schon noch mal älter als der Film. Und ich fand den Film leider, also ich fand die Handlung im Film leider ein bisschen mau. Da nützt auch kein großartiger Harrison Ford etwas, der ja unglaublich jung war. Aber in der Optik und im Sound und wirklich in Effekten ist der Film bombastisch. Also für mein ihr wisst, was ich meine. Also für mein Kinofilmherz, für die Optik fand ich es großartig. Handlung hätte ich mir ein bisschen spannender gewünscht. Was soll ich sagen? Ja, in der nächsten Bücherwoche erzähle ich dann ein bisschen was über den Nachfolger, über Blade Runner 2049, den wir dann jetzt sozusagen im Anschluss geschaut haben. Und aber ich muss schon sagen, also trotz, dass er wirklich manchmal ein bisschen langatmig ist und man sich manchmal so ein bisschen fragt, wann geht es denn mal spannend weiter? Also optisch ist der wirklich schön. Muss man echt sagen, da kann der Film was. Und wie gesagt, auf großer Leinwand, wenn ich mir das vorstelle, war der bestimmt vor fast 40 Jahren schon ein Hit. 40 Jahre, mein Gott.
Ja, so ist es. Und dann möchte ich noch kurz über einen digitalen Workshop erzählen, beziehungsweise nicht davon erzählen, weil ich ihn gemacht habe, sondern dass man so ein bisschen vielleicht auch die Augen nach solchen Dingen einfach mal aufmacht. Und zwar kennen ja vielleicht die einen oder anderen von euch auch die YouTuberin Jasmin Ahrensmeier, die in diesem Jahr auch das Buch herausbringt, jeden Tag ein wenig glücklicher, das glaube ich jetzt in dem Regal steht, aber das ist nicht weiter schlimm. Und mir hat ja dieses Buch sehr gut gefallen, mir gefällt ihr YouTube-Kanal unglaublich gut, ich mag ihre Bullet Journal Bücher, die ich auch gelesen habe und ich habe großen Spaß an der Art, wie sie wirklich so ein bisschen ihren Lifestyle, ihr Bullet Journal, ihre Vlogs in Szene setzt. Ich bin da ein großer Fan. Und ich habe dann auf Instagram mitbekommen, dass Thalia einen Workshop macht, in digitaler Form natürlich, wo es eben um das Thema Achtsamkeit geht, um Self-Care, aber das dann natürlich auch so ein bisschen eben kombiniert mit dem Bullet Journal. Und wir hier eben auch Tipps bekommen, wie man ein Bullet Journal anfängt, über Schriften, über Tracker und so weiter. Und ich habe mich da einfach aus Neugierde mal angemeldet und waren wir, glaube ich, auch fast 2 Stunden ging der Workshop und ich fand ihn wirklich richtig, richtig toll. Mit so 1, 2 Dingen, wo ich denke, naja, hätte ich vielleicht nicht gebraucht oder anders gebraucht. Aber wie gesagt, es soll eigentlich gar nicht so um den Workshop selbst gehen, weil es ist ja natürlich auch schon vorbei. Ich finde nur, mir fällt sowas immer relativ schwer bis gar nicht irgendwo auf, wenn man den Leuten nicht tatsächlich folgt, wenn man nicht regelmäßig mal auf Instagram irgendwelche Stories anschaut. Aber vielleicht für euch einfach der Impuls, dass man auf solche Dinge tatsächlich, wenn man sowas gerne mag, wenn man mal in Zoom-Meetings oder sowas sein möchte oder wirklich in so einem Workshop, dass man da einfach aktiv mal die Augen aufhält. Vielleicht auch einfach von den Autoren, die man interessant findet. Es wird, denke ich, jetzt auch nach wie vor nicht so möglich sein, in Lesungen zu gehen und Ähnlichem. Wer weiß, ob eine Buchmesse tatsächlich im Mai stattfinden kann oder in unserer bekannten Form stattfinden kann. Und ich finde es daher umso schöner, dass man sich einfach so Alternativen nutzt, dass man die angeboten bekommt. Und von daher würde ich euch da einfach diesen Impuls mal mitgeben, da die Augen offen zu halten, wenn euch sowas interessiert. Mir hat der Workshop wirklich gut gefallen und ich habe da auch wirklich wieder das ein oder andere Inspirierende mitgenommen. Auch wenn ich ja aktuell gar kein Bullet Journal nutze, ich aber viele Ideen so in meinem File Effects drin habe, die aus dem ursprünglichen Bullet Journal kommen und das eben so das Beste aus 2 Welten so ein bisschen kombiniere. So, jetzt habe ich heute auch schon wieder genug gequatscht. Ich bin natürlich gespannt, ob ihr vielleicht schon an digitalen Workshops teilgenommen habt. Lasst uns da gerne ein bisschen in den Kommentaren austauschen. Auch ob ihr Jasmin im Grunde kennt und ihr vielleicht folgt und ja, ob ihr da vielleicht auch noch andere YouTuber habt, wo ihr dann im Grunde sagt, ja, die gehen so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, schau doch da einfach mal vorbei. Immer neugierig bin ich, was ihr gerade lest, was vielleicht auch zuletzt euer Highlight oder Flop war. Da freue ich mich auf den regen Austausch und ich glaube, ja, ich habe nichts mehr auf meinem Notizzettel stehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.